Can I be your superhero? Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und so langsam beginnt die Orakelphase wieder. Es wird wieder regelmäßiger. Dieses Mal gibt es das Super Cup oder Super Pokalspiel zwischen Real Madrid als Champions League-Sieger und Atalanta Bergamo. Plus die heißen hier Bergamo Calcio oder sowas, weil EA Sports da wieder irgendwie die Rechte nicht dran hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall, nachdem wir jetzt mehrfach die zweite Liga schon wieder orakelt haben, steigen wir jetzt hier auch mal wieder regelmäßiger ein. Auch die internationalen Spiele werden natürlich hier wieder orakelt. Champions League, natürlich meistens Hauptaugenmerk auf den, also auf die deutschen Teams. Bloß in dem Fall gibt es natürlich kein deutsches Team. Leider, ist ja knapp gewesen, hätten auch zwei deutsche Teams, glaube ich, sein können. Ne? Auf jeden Fall geht es dann ja auch am Wochenende wieder los mit dem DFB-Pokal, beziehungsweise in einer oder in anderthalb Wochen, denn aus dieser Sicht geht es dann weiter oder wieder aufs Neue los mit dem Bundesliga-Orakel. Ich freue mich schon auf die Saison. Das wird ziemlich, ziemlich nice, glaube ich. Aber auch spannend, ne? Wer kann von den Teams, wo man so denkt, okay, das Team war letzte Saison erfolgreich, das kann eigentlich nur erfolgreicher werden oder nur noch erfolgreicher werden. Irgendwer muss ja dann doch den Kürzeren ziehen. Shit. Und zusammenbrechen, ne? Sprich Leverkusen, Stuttgart, Leipzig, Bayern, Dortmund, so. Die werden, denke ich mal, sich da oben wieder versuchen zu verankern und dann, ja, wird man ja im Endeffekt sehen, wer da federn lässt, ne? Aber dass die dann auch alle so weit in der Champions League bzw. Europa League vertreten sind, das ist ja auch nicht von schlechten Eltern, sag ich mal, was. Ja, komm! Nein! Sowas kann man auf jeden Fall international alles ganz gut gebrauchen. Ne? Hier habe ich mich jetzt für Real Madrid entschieden. Ich weiß, Atalanta Bergamo hat gegen Leverkusen überragend gespielt. Ich habe es nicht geschnallt. Dass die so stark waren. Ne? Und dann guckst du da in der Liga auf den Tabellenplatz und da waren sie irgendwie Fünfter oder so. Richtig, also zu dem Zeitpunkt war das, glaube ich, so. Richtig, habe ich es auch. Alter! Richtig, habe ich es auch nicht mehr auf dem Schirm, was genau die Platzierung damals war. Aber sie waren auf jeden Fall nicht unter den Top 4. Und das hat mich schon ein wenig schockiert. Aber bei Leverkusen war es eben auch so, dass da... Das ist abseits. Und vor allen Dingen, wieso macht er den nicht? Ich habe so 20 Millionen Mal auf Kreis gedrückt oder so. In dem Moment, selbst wenn es abseits ist, du musst den doch trotzdem Volley reinhauen. Warum nimmst du ihn an? Okay, er kann sich wieder rausreden mit der Ball ist natürlich... Da hat er nicht mit gerechnet, dass der Ball so schnell zu ihm kommt. Komm hier gerade wieder nicht so richtig ran. Da muss man... Ich wollte gerade sagen, da muss man wieder schön aufpassen. Wir spielen auf Profi, also alles ganz locker. Ich muss erstmal wieder regelmäßig reinkommen in die Nummer. An der Stelle kann man ja auch schon sagen, ich habe den Nachfolger auch schon... Nein, das war dumm. Ich habe den Nachfolger auch schon vorbestellt, also, aber nicht die, oder warte mal, ich weiß gar nicht mehr, da gab es mehrere Versionen wieder, ich glaube die teuerste Version habe ich nicht genommen, weil das ist ja schon irre, Alter, die wollen wirklich nerven hier, ne? Das dürfte eigentlich, okay, es gibt einen Freistoß, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ich habe so gedacht, entweder Ecke, was ungerechtfertigt gewesen wäre in meinen Augen. Oder Abstoß. Ja. Jetzt sind wir aber einigermaßen hier durch. Ich wollte gerade sagen, du pfeifst ab. Nice. Schönes Ding. Den mussten wir auch machen. Aber Konzentration weiterhin oben halten. Wir müssen dranbleiben. Denn das kann, wir wissen es, ganz schnell kippen. Vor allem können die jetzt hier in der letzten Minute nochmal ganz locker den Ausgleich schießen. Das kennen wir nämlich auch schon. Das ist schon
zu häufig passiert. So, das war Absicht, dass wir ihn hier nochmal ein bisschen... Okay. Das juckt ihn überhaupt nicht. Weg damit. Ich habe ihn da nämlich mit Absicht aus dem Bild gekickt an der Seite, weil ich mir so dachte, der kommt doch jetzt hier bestimmt wieder. Aber den hätte er nachher per Freistoß das Ding wieder Latte reingehauen oder so einen schönen Drei-Angel reingesetzt. Gerade die letzten Minuten sind die gefährlichsten, man kennt's. Ne, wie gesagt, Real Madrid, ich glaube, die sind aktuell so das Nonplusultra. Ich glaube, die machen das. Kommt jetzt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie... Oh, Jungs, Alter, den kann man auch festhalten nebenbei. Kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie sehr oder wie großen Wert legt man da drauf. Ja, toll. Rechter Verteidiger, Innenverteidiger. Kann einer von den beiden auch über links spielen? Ich kenne mich leider zu wenig mit Real Madrid aus, aber wir müssen das jetzt halt so regeln. Ist vielleicht dumm, den rechten Verteidiger auf links zu packen, aber ist vielleicht sinnvoller, als einen Innenverteidiger über außen spielen zu lassen, oder? Ja, einfach mal hier so durch. Ja, ah, ey, Bro. Weißt, täusch doch nicht an, dass du rechts langläufst, wenn du denn doch nicht... Das geht einem immer so ein bisschen auf den Sack, dass sie denn auf einmal, okay, wenn er weitergelaufen wäre, dann hätte er den Ball gehabt. Stattdessen bleibt er einfach random stehen. Ja, Ballverlust. Manchmal stehen die Spieler sich auch selber so ein bisschen im Weg, ne? Und dann sagen sie sich so, ach nee, weißt was, gar keinen Bock jetzt hier irgendwie den Ball noch mitzunehmen. Ja, okay. Okay, warte. So, einfach mal den Pass dann durchgespielt und das Ding reingebracht. Boah. Wie der sich nur so rumgebogen hat. Ich habe zuerst gedacht, er schießt den halt einfach einen Meter am Tor vorbei. Und dann biegt sich das Ding noch einmal noch schön rein. War gut. Ja, na klar. Also, wie gesagt, wir spielen hier auf Profi. Das darf man nicht zu hoch hängen. Mal gucken. Wird ja sicherlich auch wieder einen Short dazu machen. Mal gucken, was ich denn wieder unter den Shorts stehen habe. So von wegen, dass ich auf Amateur spiele und sowas. Und dass ich hier rumflexen würde. Oh, da hat er ihn noch rausgecasht. Aber darum machen wir das ja auch ein bisschen, ne? Manchmal will man ja auch ein bisschen kitzeln. Aber wie gesagt, wir spielen auf Profi und wenn wir nachher wieder einigermaßen eingespielt sind in der Bundesliga-Saison, es kommt natürlich auch immer auf die Teams an, ne? Wenn wir nachher irgendwie mit Bayern und oder Dortmund gegen Köln spielen oder, naja, Köln ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber man weiß ja nie, im DFB-Pokal oder so. Aber gegen eine Mannschaft, die offensichtlich ein bisschen... Ja, schlechter hört sich mir so mies an, aber so ein bisschen, ja, von der Leistung hinter solchen Mannschaften steht, dann werden wir natürlich auch wieder höher gehen, ne, auf Weltklasse. Irgendwann ist ja das Ziel, mal gucken, wann das was wird, dass wir dann doch nochmal auf Legende hochgehen. Aber da muss ich dann wirklich mit Bayern oder so gegen irgendeine Mannschaft aus dem... Ja, schönes Ding. Da muss ich wirklich dann mit irgendwie Bayern Real oder so gegen irgendeine Mannschaft aus der dritten, vierten Liga spielen. Gibt's hier überhaupt vierte Liga? Nee, ne? Gegen eine Mannschaft aus der dritten Liga oder so spielen. Damit das dann einigermaßen was wird. Aber jetzt, denke ich mal, ist das Ding auch so ein bisschen in die Richtung gekippt. So, wenn es hier zur Halbzeit noch 0-0 gestanden hätte, denke ich mal, wäre das auch ein bisschen... Alter, wieso passt er nach oben? Er sollte nach links passen. Ich denke mal, da wird dann, ja, also da wäre es dann deutlich knapper ausgegangen. Also ich sag mal so, wenn du nachher so 1-0 führst, dann musst du halt aufpassen, dass du nicht schnell ein 1-1 reinkriegst. Wenn du nachher so langsam 2-0 machst oder ein 3-0, dann läuft das zumindest in eine gewisse Richtung. Ja, Alter, das ist aber auch die Abwehr hinten. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Nein! Doch. Ich dachte eben, wo läuft er denn nach... Also, eben ist er noch neben mir... Also, naja, ein Stück hinter mir war er natürlich, aber so einen Meter neben mir gelaufen. Ich pass, auf einmal läuft er so 20 Meter nach rechts, denkt er sich so. Weil, guck mal, jetzt läuft er... Wo will der hin? Der driftet immer weiter nach rechts weg. Was ist da los? So, ja, wie gesagt, es hat einfach damals... Das hat mich schon hart geschockt. Also, ich habe schon damit gerechnet, dass Atalanta Bergamo nicht umsonst ins Finale gekommen ist von der Europa League. Aber das, ja, du hast einfach gemerkt, Leverkusen war platt.
Und die sind gelaufen und gelaufen und gelaufen und gelaufen. Also fitnesstechnisch muss man, musste man die Saison über Leverkusen auf jeden Fall ein Lob aussprechen. Alter, was geht denn jetzt ab? Aber Atalanta, Bergamo, was sie in diesem Spiel da gelaufen sind, das war einfach überragend. Das war einfach, also die haben in gewisser Weise leider auch zu Recht das Ding ja, gewonnen. Was ich Real Madrid nicht unbedingt, also da würde ich Real Madrid nicht so ja, das Recht zusprechen. Alter, was ist denn hier los? Ich wollte gerade sagen, wieso drehen wir denn jetzt hier so mega ab? Also da würde ich ganz gerne ein paar Fragezeichen hintersetzen. Klar, Real Madrid, starke Mannschaft und so, die sind da auch nicht ganz ungerechtfertigt. Aber, seien wir mal ehrlich, so ein bisschen haben die Schiedsrichter dazu auch beigetragen, dass Real im Endeffekt dort gelandet ist, wo sie, also, dass sie dann eben diesen Pokal... dass sie dann im Endeffekt diesen Pokal auch noch für sich ergaunern konnten, sage ich mal. Ne? Na gut, 5-0-Witz glaube ich nicht. Gerade italienische Mannschaften sind ja bekanntlich auch sehr defensiv stark. Alter, Rodrigo, ne? Bellingham. Ja, also ich würde schon sagen, dass Real das so 3-1 oder so wäre, so denke ich mal, mögliches Ergebnis. Am Wochenende dann, wie gesagt, DFB-Pokal. Ich weiß Stand jetzt noch nicht, welche Mannschaften ich da gegeneinander spielen lasse und wie viele Spiele ich machen werde. Darauf werde ich dann am Freitag / Sonnabend, ihr werdet ja sehen, wann das erste Spiel da orakelt wird, wann das online geht, dann werde ich da nochmal drauf eingehen. Beziehungsweise darauf die Woche geht es dann. Ich glaube, Supercup müsste dann, also Superpokal hier zwischen den deutschen Mannschaften dürfte ja auch noch sein, ne? Meister gegen Pokalsieger. Das wird auch noch orakelt und dann geht es natürlich wieder in die erste Liga rein. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei und bis dahin sag ich einfach mal ciao.